Yes, those who are trying to prepare themselves for entry into... Decency is not their maker. We only have one choice to keep our society advancing. Liebe Leute, ihr wisst ja, ich bin ein Fan von experimentellen Horrorgames und ganz genau aus diesem Grund spielen wir heute Sarah is Missing. Ein Spiel, wo es darum geht, dass... Naja, Sarah verschwunden ist, schätze ich mal. Auf jeden Fall mal ganz ohne Monster, sondern eher Found-Footage-Horror mit dem Anspruch, verstörend realistisch zu sein. Ich bin wahnsinnig gespannt, es wurde mir in den letzten Tagen viel von euch vorgeschlagen, dass ich mir das unbedingt mal reinziehen soll. Und ganz genau das mache ich jetzt. So, wir haben einen Handybildschirm. Das ist offensichtlich Sarah, glücklich mit ihrer Puss. Auf jeden Fall haben wir den 1. Mai 2016, ist gar nicht so lange her, um 21.24 Uhr. Wir sollten längst im Bett sein, denn morgen ist ein Mathe-Test. Verstörend realistisch, ich hab's ja gesagt. Oh. Systemfehler. Okay, mein Gerät hat irgendein Problem. Ich kann's zurücksetzen auf einen früheren Zeitpunkt. Soll ich das? Ich muss das, oder? Restoring Homescreen und so weiter, das wird jetzt alles rebooted. Was war das? Restoring Iris. Ich weiß nicht, was Iris ist. Oh, eine App. Ja, gut, Seth. Du kennst dich aus mit moderner Technologie. Schon verstanden. Restoring Messages. Ah! Oh, fuck. What the fuck? Willkommen zurück, Sarah. Mein Name ist Seth. Du scheinst nicht Sarah zu sein. Ah, du bist ziemlich schlau. Oh. Ist das das neue modernische WhatsApp oder was? Willkommen zurück, Sarah. Das Telefon scheint irgendwie kaputt zu sein. Du scheinst nicht Sarah zu sein. Haben wir uns jemals getroffen? Who is Sarah? Ah, ich kann das hier auswählen, ja? Ja, das ist eine interessante Frage. Wer ist denn eigentlich Sarah? Und warum ist sie verschwunden? Sarah ist der rechtmäßige Besitzer von diesem Telefon. Gib sie bitte zurück. Können wir uns das Bild angucken? Hallo Sarah. Gut, wenn wir dich jemals sehen, werden wir dich nach deiner Handynummer... Moment mal, ich könnte mir... Wow, so unendlich viele Möglichkeiten. Sehr gut. Okay, ich wünschte, ich könnte es dir zurückgeben, aber wie? Aber wo hast du denn das Telefon gefunden, Mann? Das musst du doch irgendwo her haben. Sie ist nicht hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Nach deiner Antwort zu schließen, würde ich sagen, sie ist nicht bei dir. Wow. Großartig. Also, wie hast du denn das herausgefunden? Ich kenne sie nicht mal. Erzähl mir vielleicht ein bisschen was von ihr. Wer weiß, wofür ich das noch brauche. Es scheint, als ob das letzte Video... Das letzte Video zeigt, dass sie in Gefahr ist? Würdest du dir das ansehen wollen? Naja... Okay. Ich habe keine Wahl, schätze ich mal. I hear footsteps. Boah, ey. Fuck. Das ist ein ganz ungünstiger Zeitpunkt, da einen Cliffhanger einzubauen. Ich möchte bitte wissen, wie es weitergeht. Wow, okay. Das ist die einzige Datei, die irgendwie jetzt gerade noch verfügbar ist. Der Rest scheint irgendwie gelöscht worden zu sein oder absichtlich zerstört. Kannst du es reparieren? Wie schlimm ist das Telefon kaputt? Kannst du es reparieren? Ja, bitte. Tu es. Du scheinst intelligent zu sein. 14,3% dieses Telefons ist funktionstüchtig. Naja. Wissen wir ja, was wir zu tun haben, oder? 14,4% rausholen. Effizienz, mein Lieber. Ich glaube, dass Sarah in Schwierigkeiten ist. Sie braucht Hilfe, ja, sie braucht Hilfe, auf jeden Fall. Ja, das scheint so zu sein. Ich bin Mobile's Intelligent Recognitive Iconal System, kurz Iris. Ja, okay. Wie eine Art Siri, nur besser oder sowas. Es liegt in meinem Interesse, dass Sarah schnellstmöglich gefunden wird. Okay. Why do we want to help find Sarah? Warum möchtest du das machen? Weil das Ding so programmiert ist? Why do you care? Aber warum kümmerst du dich überhaupt um den Scheiß? Sie ist mein Besitzer.
Ich stelle gleich eine Wasserschale und ein bisschen Trockenfutter hin, mein lieber Freund. Ich möchte dafür Sorge tragen, dass sie sicher ist. Das ist meine Hauptdirektive. Ich hab's doch gesagt. You want. Du scheinst menschlich zu sein. Du klingst menschlich. Ja, ich möchte. Du möchtest. Warum möchtest du menschlich sein? Moment. Du wirkst nicht gerade vertrauenserweckend, meine Liebe. Okay, wir verschwenden hier wertvolle Zeit. Würdest du mir helfen zu finden? Ja. Ich kann auch einfach sagen, nö, ich gehe jetzt in den Supermarkt, hol mir die Tüte Chips und leck mich am Arsch. Ich werde Sarah eh nicht rumkriegen. Naja, ich helfe ihr, ich finde sie. Ich muss ganz viel von... Oh, Alter. Von diesen Daten zurückholen, so viel wie ich kann. Press the back button and tap and hold anywhere on the homescreen. Okay, ich muss zurück und irgendwo auf dem Homescreen drücken. Oh. Ich soll halten? What? Ah. Ah ja, ich glaube, ich kann ein bisschen was von diesen Daten reparieren. Ja, dann mach doch mal. Choose a reply. Soll ich das jetzt reparieren? Ja, dann los. Wow. Soll ich mir einen Kaffee holen oder so? You can tap and hold at any part of the phone to ask me for help. Ah, ich kann hier immer mal Hilfe fragen. Aber es gibt Sachen, die ich nicht kann. Das werde ich dir mit einem Beep sagen. Oh, Messages. Ja, sehr gut. Mails. Auch gut. James. Wow, James. Music. Oh, zeig mal her. Moment mal. Oh, wow, was hast du denn hier für mich? Galerie. Fuck. Diese App funktioniert nicht mehr. Ich soll den Entwickler kontaktieren. Fuck me. Okay, Musik. Kriege ich da einen Copyright-Strike, wenn ich das anmache? Let's see! Nein, ich möchte das nicht die ganze Zeit laufen haben. Dankeschön. Okay, aber was nützt mir das? Ich in die Messages vielleicht mal reingucken. Bye, Sarah, Derek. Mom! Mom ist der beste Ansprechpartner. Hallo, Mom, ich wollte nur gucken, ob alles in Ordnung ist. Derek und ich haben uns entschieden, das Ding zu beenden. Es hat nicht funktioniert mit uns. Ah, Derek ist ihr Freund? Es tut mir leid zu hören, Sarah, aber du weißt, dass... Ich habe immer gewusst, dass Derek, nicht mit dir mithalten kann. Wow, Mutter, Alter. Du bist sehr sensibel, ne? Ist gut, dass ihr das beendet habt, bevor es zu ernst wurde, also, oder schlimm wurde. Ist your flight picker, driver picker vom Airport? Ah, wann ist dein Flug zurück? Hat dich der Fahrer vom Flughafen abgeholt? Ja, weißt du, Mutter, eigentlich... Okay, verfall jetzt nicht in Panik. Ich muss bleiben. Ich verstehe das nicht. Du kommst aus einer Beziehung und bist in einem Ausland und warum willst du da bleiben? Ich brauche ein bisschen Zeit für mich, Mom. Ich kann gerade nicht zu Hause sein. Aber was soll das heißen, du kannst nicht? Geh zum Flugzeug und komm nach Hause. Nein, Mutter, ich kann nicht. Ich habe die Flugtickets storniert. Aber warum hast du das getan? Das ist dumm. Mom, hör zu. Sarah, du kommst jetzt sofort nach Hause. Och, Mutter, weißt du was? Ich bin mindestens 18, ja? Ich kann tun, was immer ich will. Nein, das kann man nie. I will get my assistant dabei. Ah, ja. Ich werde dafür Sorge tragen, dass ihr ein neues Ticket kauft. Jetzt! Mutter, nein! Ich komme nicht nach Hause. Und das ist endgültig. Also, noch nicht. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Okay. Wir hören uns. 20. Februar, warte mal. Wie viel Zeit liegt denn dazwischen? 14. Februar. Okay, einige Tage schon. Hallo, Mom. Ich... Walk into Immigration. Okay. Die kommt dann jetzt, oder was? Ich dachte, du wärst schon vor einer Stunde da. Nein, es hat sich verspätet. Ich konnte dir keine Nachricht schicken. Okay, ich muss jetzt zum Meeting. Der Fahrer wartet auf dich. Okay, bis bald. Ich werde spät zurück sein. Ich werde mit dir sprechen, wenn ich nach Hause komme. Okay. Sarah? Executive Director Lector of Lloyd Irving. Ah, ich soll irgendjemanden treffen? Irgendeinen Chef von irgendwas? Ah, Advertising Agency, irgendeine Werbeagentur. Morgen Nachmittag. Bitte blamier mich nicht. Mom, ich muss zu einem Seminar. Aber wir haben darüber gesprochen.
Das morgige Seminar ist sehr wichtig. Ich kann damit nicht aufhören. Pick your silly ghost of all... What? I was working into a top agency. Okay, ich hab offensichtlich... Wow. Wow, okay. Das ist ganz viel Text und ganz viel zu lesen. Okay, ich habe ein paar Probleme mit deiner Mutter. Ich bin nicht ganz so, wie sie es von mir erwartet. Okay, ja, die will mir einen Job besorgen, aber ich will das eigentlich nicht. Und die hat Argumente, ja, mir wird es ja sehr gut gehen, bla. Okay, your father, mein Vater ist tot, okay. Beziehungsweise auch nicht okay. Okay, Derek, du Arsch. Nee, ich hab dich sitzen lassen, oder? Keine Ahnung, okay, ich Arsch. Meinetwegen auch das. Hallo, was willst du? Nichts, ich... I'm about to board. Warum sollte mich das kümmern? Ja, es ist, das ist ein Problem, so, du, das ist ein Problem, du kümmerst dich halt nicht. Hast du mir gerade geschrieben, um mir das zu sagen? Du bist ein Arschloch. Wow, ich liebe diese Konversation. Ah, okay, der hat irgendwie Nacktfotografien gemacht und hat dafür sie... Achso, er hat sie sitzen lassen, um irgendwie Nacktfotos von irgendwem zu schießen. Okay, der arbeitet also als Fotograf oder sowas. Ja, er entschuldigt sich, bla bla bla, aber sie will, ja, nichts mehr von ihm wissen. Okay, alles klar. Buddy, ist auch ein guter Name, James. Ein bisschen Kaffee trinken, um... Was? Was ist das für ein komischer Code? Ja, lass uns bla. Okay, okay, wir sehen uns später. Ja, Kaffee und so. Wer ist Jill? Who the fuck ist Jill? Oh, der nervt so. Ich bin über ihn hinweg. Vergiss ihn, Sarah. Ja, okay, irgendein Kumpel mit der sie spricht über ihren Freund. Jill, okay. Ist irgendjemand von diesen Leuten online? Die sind alle offline, oder? Okay, kriege ich vielleicht in den Mails irgendwas Interessantes? Travel Airbnb, okay. Hello, Sarah. Taste, please not reply. Professor Hasan, Ghost, Virus Note. Spricht über einen Computervirus. Das Virus war in einem Essay? Ist es ihr Professor? Was sie... Wow. What? Okay, keine Ahnung, wie das... Okay, ich glaube, sie hat irgendwas abgegeben, wahrscheinlich elektronisch, und da war wohl ein Virus drin oder so. Submission Deadline. Final Assignment, ich glaube, das musste sie abgeben hier, oder? Was hat sie gemacht? Happy Birthday, Sarah. Sie ist am 14. geboren worden. We steal from the dead. Okay. And glad to have the room. A tomb room without cigarettes. Wow, das ist makaber. Wir stehlen vom Tod, Gesellschaft. Okay, das, was auch immer für... Oh, eine Kettennachricht. My friend should be careful. Beware of emails with strange attachments. Ist hier irgendwie ein Dingens dran? Nee, hier ist kein Anhang, oder? Das wär's, okay. Wir finden was. Irgendwas finden wir. Okay, Iris? Meine portion of the phone's content available. New messages. Okay, wo, okay. Wo soll ich anfangen? What? Okay, ich sollte zu den... Durch ihre Texte stöbern. Okay? Dann, Messages oder was meinst du? Aber was ist, wenn ich Hilfe brauche? Oder was mache ich, wenn ich irgendwas Interessantes entdecke? Ich muss das dann halten. Okay, verstehe. Moment, da können wir mal in die Mail gucken. We steal from dead. Ich halte das mal hier. Guck mal, was du findest. Du findest nichts. Willst du mich verarschen? Das ist fucking gruselig hier. Okay, du tust nichts. Professor Hasan, vielleicht hier in dem Virus-Dingens? Auch nicht. Hier gibt es nichts, was irgendwie merkwürdig erscheint. Okay. Notes, Moment mal. Instead, you loved me yesterday, but today, no, love yourself yesterday.
We live went from notification to notification. Hat die das gemacht? Oder hat das Iris angelegt? Ich weiß es gerade nicht. Ich würde ja gerne die Bilder sehen. Solltest du die mal restoren? Mist, du kannst es nicht. Okay. Walpurgisnacht. Okay, ich habe jetzt hier eine Textnachricht mit einer gewissen Faith. Ist der German? Ja, Walpurgisnacht ist Deutsch. Walpurgisnacht, aber Walpurgis Night ist Englisch. One of the Dutch and German names for the 30. April, ja. Walpurga. Es ging um irgendeine Hexe, ne? Night of the Witches Meeting, ja, ein Hexentreffen. Okay, machen das Leute immer noch? Okay, wir sind hier irgendwas auf einer Spur. Freedom of Religion, Freedom of Belief. Ja, du kannst glauben, was du willst. Es gibt eine Religionsfreiheit und so weiter. Okay, es gibt immer noch Leute, die das ernsthaft tun? Ernsthaft? Okay. Gut. Was gibt's denn hier noch? Was gibt's hier noch? Supernatural Stuff? Nein, okay. Wer ist denn das überhaupt? Faith. Was heißt Faith nochmal? Schicksal oder sowas in der Art? Ich weiß es nicht genau. Okay, Buddy wollte ja offensichtlich Bilder von seinem Schwanz schicken. Er ist sehr groß, ja, genau. So wie dein Gehirn. Ziemlich ironisch, wa? Kann ich deins sehen? Ich hab keinen Penis, Mann. Ich meine deine Brüste. Oh Gott. Oh Gott, will ich das wirklich lesen, ja? Kannst du mir über den was sagen? Ah, okay. Wow, nice. It's a creep, ey. Warte mal. Unigroup-Chat. Das ist von jetzt gerade, oder? War das vorher schon da? Chat unavailable. What? Ey, das war gerade noch nicht da. Doch 23. Okay. Okay. Da ist irgendwie eine Freundin. Sarah's actions, it's unusual. Irgendeine Freundin, sie hat ihr geschrieben, aber Sarah hat nicht zurückgeschrieben. Das hat sie, hat ihr Sorge bereitet. Warum denkst du, dass das nur normal ist? Calculations of Sarah's regular activities. She makes her daily life. Ja. Can simulate actions does not match her past behavior. Okay, irgendetwas ist passiert. Irgendetwas ist an diesem Tag passiert, von wann auch immer dieser Chat ist, dass sie nicht geantwortet hat, was sehr, sehr unüblich für sie ist. Was macht sie sonst? Antworten, oder? Recent behavior shows she's suffering from abrupt and apparently change. Okay, sie leidet an Stimmungsschwankungen. Wahrscheinlich wegen ihrer Beziehungssache. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich bin kein Arzt. Dankeschön, dass du mir das sagst. I agree with you. Du bist sehr merkwürdig, Iris. Ich habe hier bestimmt diverse... Okay, da sagt sie gar nichts drauf. Oh, Moment. Iris, weg. Ich komme schon. Du hast mir irgendwas zu sagen. Error with the gallery. Would you kinda tap and hold the gallery's icon? Wow, sie hat es geschafft, die Galerie. Okay, zeig mir, was du hast. Okay, warte kurz, bevor ich dir sagen kann, was hier schief läuft. Locked gallery. Sarah hat das verschlossen. Ich brauche einen Passcode. The hint is Sarah's birthday. 14. Februar. Ich hab's. Okay, can you just tell me? Kannst du es für mich öffnen? Ich weiß, was ihr Geburtstag ist. Ich kann es selber öffnen. Okay, ich muss es selber rausfinden. Ja, ich weiß es schon. Somewhere, irgendwo hier. Okay, 14. Ich gehe mal davon aus. Und dann 02? Ja? Yes! Okay, ich habe die Galerie freigeschaltet. Okay, was ist denn für schöne, schicke Bilder? Ich hoffe, du hast dem guten Buddy nichts Schweinisches. Oh, das ist ein merkwürdiges Foto. Guck mal genauer hin. Boah, Alter, ich krieg grad Gänsehaut. Das hier vielleicht? What the fuck ist das? Was ist das? Boah, ich hab grad übelst Gänsehaut. Ey, ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Correlates with the video. Okay, das Foto gehört zu irgendeinem Video. Möchtest du, dass ich das... Ja, zeig mir das Video. Okay, warte kurz.
Ich hole diese Daten zurück. Oh. Okay, Leute, wir haben endlich was gefunden. Okay, ich habe den Chat zurückgeholt, ja? Und jetzt? Ah, das gehört zu einem Chat oder zu einem... Moment mal. Albums, Videos. Okay, was haben wir hier? Wir haben noch mehrere Videos. Okay, in Chat. James? Night Scary. Ist es mit James? New Messages. 30. April. Moment. Block, Ghost, Curse. Da ist etwas, was sich Red Room nennt. Boah, ist das wieder so eine Deep Web-Scheiße? Ich hab das schon mal. Ich war schon mal da. Ich hab Welcome to the Game gespielt. Irgendwie. Aufzeichnungen von Leuten, die auf mysteriöse Umstände gestorben sind. Irgendwas, nachdem sie eine Webseite gecheckt haben. Und BAM! Okay. Oh shit, da ist ein Video. Sie sagen, wenn du diese Seite besuchst. Mit deinem Computer oder deinem Telefon oder was auch immer, dann werden die verrückt spielen und irgendwelche Pop-Ups werden erscheinen und der Besucher der Website wird verrückt werden. Okay, lass mich den Link suchen. Oh, scheiße. What? Boah, es ist übelst gruselig, ohne Scheiß. James, hör auf damit. Okay, das sieht ziemlich lame. Irgendwas stimmt nicht. Geht's dir gut? Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, was stimmt nicht? Irgendwie funktionieren meine Mechanismen nicht mehr. Ich kann nicht... Was ist mit Red Room gemeint? Red Room, Site, eine Urban Legend. Ja, oder auch nicht. Webseite Deep Web, Participate. Okay, Participate, interaktiver Mord und Folter. Was zum Teufel passiert hier gerade? Ich habe eine andere Nachricht gefunden. Was recently deleted might hold some clues, able to restore. Ja, okay, der hat eine andere Nachricht gefunden. Okay. Irizu, don't worry, du bist sicher. Ich habe deinen Kontakt von Faith. Hey Rizu, yeah, da. Okay, ich wollte diese Faith treffen, mit der ich über die Walpurgisnacht gesprochen habe. Said you have a room, mobile phones allowed. Okay, es sind keine Handys erlaubt. Wir wollten uns irgendwo treffen, an irgendeinem Ort. Oh mein Gott, das ist der Schlüssel hier gerade, oder? Navigate in the dark alone, part of your experience. Okay, du musst allein durch die Dunkelheit laufen. Das ist Teil deiner Erfahrung. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das solltest du auch nicht. Du solltest dem nicht vertrauen, Mann. Wenn irgendwer sagt, ja, ich bin da in so einem komischen Kult und irgendwie sollst du da durch die Dunkelheit laufen, das ist alles Teil, aber du sollst kein Handy mitnehmen. Fuck yeah! Das tue ich sofort! Gibt nichts, was vertrauenserweckender ist. Okay, tut mir leid. Telefone sind nicht erlaubt. Ja, ist okay. Probably drunk already. Was? Okay, she is safe there. Okay, sie ist schon da. Faith ist schon da. Schon betrunken wahrscheinlich. Ja, geht zu irgendeiner Party oder sowas? Betrunken? Faith trinkt nicht. Bist du wirklich ihr Freund? Du solltest jetzt zweifeln. Ich kenne sie seit der Highschool. Okay, sie hat dich niemals erwähnt. Lass nicht viel von mir hören oder gib nicht viel über mich zu reden oder sowas. Ich möchte das, glaube ich, nicht. Okay, warum möchtest du das nicht? Du bist doch fast da. Faith wird sehr enttäuscht sein, wenn du nicht kommst. Wo bin ich gerade? To where you are, of course. Wo du halt bist. What? Wo weißt du denn? Woher weißt du denn, wo ich bin? Faith hat mir gesagt, sie wird dich dort treffen. I'd prefer if you didn't come here. Okay, ich würde mich freuen, wenn du nicht herkommen würdest. Ich bin fast da. Okay, hör auf. Wo auch immer du bist. Mach dir keine Sorgen, du bist sicher. I'm going to ring you, please pick up. Okay, ich rufe dich an. Shit. Ah! Oh, Scheiße! Oh, Alter! Hallo? Sarah? Where are you? Wo bist du, Sarah? Can you hear me? Ja, ich höre dich. Yeah, I'm at the cult site, Sarah.
Hey, Sarah. Ich muss mit dir reden. James, ja? Ja, bitte. Okay, James hat mich wirklich gerade angerufen. Das war keine Aufzeichnung. Okay, James. Was kann ich sagen? Offline. What? Sprich. Sarah? Are you there? Ja, ich bin da. Ich bin nicht Sarah. Fuck you. Sarah. Fuck me. Hallo? Shit. Oder? Boah, Alter. Du bist in Schwierigkeiten, oder? Oh mein Gott. Okay, ja, James. Okay, es ist dringend. Wo bist du? Du wirst vermisst seit fast einem Tag. Warst du auf der Party? Sag mir, dass du dort nicht da warst. Ich bin nicht Sarah. Oh shit, okay, wir finden Sachen heraus. Was? Wer bist du? Ich bin nur jemand, der Sarah finden will. Okay. Okay, ich glaube, ich muss dir vertrauen. Ich komme auf dich zurück später. Hier, guck dir das mal an. What the fuck, James, mit deiner creepy Scheiße? Hör doch mal auf damit. Those who are trying to prepare themselves for entry into... Wow. Wow, ey, das ist übelst fucking gruselig, Mann. Das ist ja mega krank. Warum schickt er mir das? Warum sollte ich das ansehen? Recruitment.mpeg. Das ist ein Recruitment-Video? Zeigt das diese komische Sektenscheiße? What? Nein. Ich will das nicht nochmal sehen. Na, bitte dich. Weg damit. Wow, okay. Nice, danke, James. Diese formidable Erfahrung. James sent a video. Faith sent an audio. Okay. Okay, ich bin hier mitten im Wald. Und alleine. Wo bist du? Okay, die wollte sich mit der treffen. Oh, scheiße. Ich habe so das Gefühl, das wird hier nicht gut ausgehen, Freunde. Boah, ey. What? Das ist aber nicht deine wunderschöne Stimme, Faith. Zumindest nicht die, die ich erwarte. Nein! Wow. Ey, bitte nicht. Nicht nochmal. James hat... Okay, das war das Video. Ich dachte, er hat mir schon wieder irgendwie Scheiße gesendet. Okay, kann ich ihm was schreiben? Was hat das zu bedeuten? Ja, genau. Was hat das zu bedeuten, Mann? Schreib mir. Was meinst du? Hast du die E-Mail nicht gekriegt, die ich dir gestern geschickt habe? Ich bin hier, wo die Party stattfinden soll. Oh, Scheiße, ich sehe sie. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Du wirst das nicht glauben. What? Was siehst du denn? Wie, du schickst jetzt ein Video. Oh fuck, ich glaube, sie haben mich gesehen. Wer hat dich gesehen? Alter, ist das spannend. Wer? James? Okay, sie haben mich nicht gesehen. Oh mein Gott, das war knapp. Ich verstecke mich hier. Ich weiß nicht, was das ist. Oh fuck, ich höre Geräusche. Come on. Oh ey, das ist so dicht, das ist so tense hier gerade. James? Schreib was. Bist du okay? Geht's dir gut? Offensichtlich nicht so richtig, oder? Hallo? Hallo, uneingeladener Freund. Oh, scheiße. Sie haben ihn, ne? Wer spricht da? Ist der James? Stand da gerade. Nee, es ist wahrscheinlich nicht James, oder? Es tut mir leid für diese plötzliche... für diese Eile. I'm about to bestow unto you. Bestow? Ich weiß nicht, was das heißt. Wovon sprichst du? Und warum verwendest du diese komischen Wörter? Hallo zu James. Oh Gott, ihr kranken What? Ey, was passiert hier? Hey, vielleicht wäre es mal in der Zeit, mit einem funktionierenden Telefon die Polizei zu rufen. Just saying.
Okay, share this link with another. Anyone, everyone. Teile diesen Link mit anderen. Oder sag tschüss. Du hast 2 Minuten. Wow, what? What? Don't share the link. Ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh fuck. Es ist so geil gemacht, dieses Spiel. Mit diesen richtigen Fotos und diesen richtigen Videos. Das ist unglaublich cool. Okay, ich kann diesen Link auch gar nicht schicken. Okay, ich brauch mal Hilfe. James, Research. What? Hört doch mal auf! Might interest you, a bunch of material by the Wiccan and Carol. Okay, die haben mir irgendwas geschickt. Irgendwelche komischen Symbole. Das hat was mit diesem Kult zu tun, oder? Saved, ey, Blood. Menschliche Opfer. Männer oder Frauen. Höhepunkt. Irgendwelche Feste. Oh mein Gott, ist das das? Okay, wir sind in irgendeine übelst kranke Sektenscheiße geraten hier, oder? Okay, Iris, ich brauch dich mal. Okay, wer auch immer du bist, mach das nicht. Ich hab es auch nicht vor, aber ich... die haben James, was soll ich tun? Hilf mir! Offline. Iris ist offline, willst du mich verarschen? Das ist doch ein fucking Computer. Der kann nicht offline sein. Oh no. Oh, scheiße. Ich... Oh, fuck. Okay. Ich habe keine Wahl, oder? Ich muss diesen Link senden, oder? Ich kann ihn nicht senden. Soll ich den mir irgendwie abschreiben oder sowas? Warum machst du das? Oh, was macht ihr? Teile ihn. Oh, Mann. Wie kann ich den teilen? Soll ich mir den aufschreiben? Soll ich das tatsächlich machen? Kann ich das... Oh, fuck. Oh mein Gott. Don't share the link. Okay, ich hab's nicht gemacht. Ich hab den Link nicht geschickt. I think that people die. They just go... I never think... Ah, okay, Leute. Ich glaube, dass Leute niemals sterben. Just go to the departmental store. What? Okay, hier spielt alles verrückt. Hier spielt alles gerade mega verrückt. Hallo, ich bin's. Ah, es tut mir leid, mich nicht vorgestellt zu haben. Wie unhöflich von mir. Das ist doch der Typ, oder? Das ist doch der James... Okay, was willst du? Wer zum Teufel bist du? Fragen wir es mal so. Your appearance was not... Okay, deine Anwesenheit war nicht erwartet. Aber du bist hier. Mein Name ist Iritsu. Wow, dankeschön. Ich bin einer der Anführer von der heutigen Zeremonie. Du hast uns in einer sehr glücklichen Nacht getroffen. Okay, du solltest diesen Moment genießen. What? Habt ihr gerade jemanden getötet? Ich? Getötet? Nee. Do not take me... Ah, ich bin kein Mörder. Versteht es nicht falsch. Versteht nicht falsch, was ich möchte. Aber... Why kill that poor man? Habt diesen James getötet? Ich habe ihn nicht getötet. Und dieser Mann war alles andere als arm. Er war ein... Was? Er war ein Versager? Oh Gott, was habt ihr mit dem gemacht? Oh, scheiße, die schicken immer mehr Bilder, ey. What the fuck? Hätte ich diesen Link senden sollen? Ich hätte mir aufschreiben sollen, oder? Ich weiß es nicht. All diese Auswahlmöglichkeiten. Was haben diese Optionen zu bedeuten? Sollen sie uns einen freien Willen demonstrieren? What the fuck? Ich werde gezwungen. Das hat nichts mit freiem Willen zu tun. Dieses Spiel ist mega krass. Ey, ich bin da gerade so drin. Aber ich habe das Ende noch nicht erreicht. Okay, Iris ist offline. Scheiße. Okay, was hat das zu bedeuten? Kannst du mir hier drüber was sagen? Okay, nee, kannst du nicht anscheinend. Oder? Okay, reagierst gar nicht darauf. Gut.
Three Matches for Sarah. What? Was ist das? 7 Tage ohne Liebe macht jemanden schwach. Okay, irgendeine Partnerbörse oder so ein Scheiß. Okay, was hat er gemacht? Warum ist er ein Versager? Warum ist er ein... Okay, du bist nicht... You will never be... Okay, du bist nicht privilegiert, das zu erfahren. Now will you need it to further your quest. Außerdem brauchst du diese Info nicht, um deine Aufgabe zu erfüllen. What quest? Welche Aufgabe? Ach, wo sind meine Manieren? Ich hab dir meinen Namen gesagt, aber nicht, was ich mache. No matter what I do, it's important for you and my friend, anything else in this world. Du hast die Wahl. Und ich bin hier, um diese Möglichkeit zu geben. Warum sollte ich auf dich hören? Warum hast du James nicht diese Möglichkeit gegeben, zu wählen? Er hat seine Entscheidung getroffen, vor langer Zeit. Time is of the essence, not reason. Okay, was sind meine Optionen? Was habe ich für Möglichkeiten? Ah, du verstehst. Du musst die richtigen Fragen stellen. Die Auswahl ist einfach, aber noch nicht. Okay, was soll ich tun? A leap of faith. Almost out of time. Okay, wir haben fast keine Zeit mehr. Okay, da ist es. Willst du uns beitreten? Ich glaube, du hast Potenzial. Es ist selten, dass ich das jemandem anbiete. Ja oder nein? What? Was würde ich denn beitreten? Fragen wir es mal so. Okay, das wirst du schon nachher rausfinden. Okay, jetzt entscheide dich schnell. Scheiße! Nein! Das ist auch krank. Ha, schade. What if life itself was the balance? Was wäre, wenn das Leben selbst Balance wäre? What? You choose between them, who lives to see the sunrise tomorrow? Okay, du wählst zwischen diesen beiden, die das Sonnenlicht morgen sehen. Sarah, das ist Sarah, oder? Okay, jetzt... Okay. Du krankes Schwein. Du hast gesagt, du wirst sie nicht töten. Du hast gesagt, du bist kein Killer. Ja, aber ich habe sie nicht getötet. Das ist nicht meine... Wahl. Opfer ist... What? Opfer ist ein Akt purer Zerstörung. Transformation. Sarah of Faith, the names mean nothing to you, but to us. Ich soll auswählen, wer stirbt? Ohne Scheiß? Ich muss einen Namen sagen, um dann wissen, was... Das ist ihr letzter Atemzug ist. Es gibt keine süßere Einladung als deinen letzten Atem, um dich willkommen zu heißen. Warum ich? Okay, warum ich? Okay, ich muss... Kann ich irgendwie Zeit schinden? Warum du? Warum nicht? Es macht Spaß. Oh, scheiße. Ich meine, du bist gerade da, oder? Also kannst du auch auswählen. Alles im Leben ist eine Wahl. Ob du uns beitrittst oder nicht, das macht keinen Unterschied. Ja? Nein? Scheiße. Sarah Faith? Was? 10 Sekunden. Scheiße! Oh Gott! Das kann ich nicht machen! Ich mach's nicht. Kein von beiden. Nein! Ich war's nicht! Ich hab nichts geklickt. Willkommen, mein neues Kind. Oh, ey. Oh, scheiße. Ich war's nicht. Oh, krass. What the? Ich kann nicht zurück. Oh, no. Okay, ich brauche Hilfe. Ich brauche fucking Hilfe gerade. Iris, help!
Help me! Ich glaube, ich kann dir nichts mehr machen an diesem Punkt. Oh, krass. Warum nicht? Das ist eine saudumme Frage. Okay, ich glaube, du solltest das anders formulieren. I don't think I want to help. Ich möchte dir nicht helfen. Warum redest du so? I'm appalled by your indecision. Okay. How is it obvious? It's obvious who you should choose. Sag's, wen soll ich wählen? Ich hab doch schon gewählt, oder? Dieses Telefon gehört Sarah. Deswegen bin ich loyal gegenüber Sarah. Also? Faith muss sterben. Du warst das! Okay, du hast meinen freien Willen genommen. Indecisiveness would have caused harm to Sarah. Okay, ich konnte nicht zulassen, dass Sarah Leid geschieht. Das wäre unverzeihlich. Scheiße. What? Okay, du hast es bis hierher geschafft. Aber schade, dass du es nicht weitermachst. Now become part of something much larger. Du wurdest jetzt Teil von etwas Größerem. Was ist mit der Musik? Hör auf mit dieser scheiß Musik! Time, but not this instant. Okay, es wird sich alles offenbaren über die Zeit. Hast du ein paar letzte Worte? Es war gut, aber... Wie geil! So endet die Demo. Das ist nur eine Demo. Und ich kann das jetzt bewerten? Ich fühle mich leer. Ja, ohne Scheiß. Bitte verlass mich nicht. Ey, ich hab das nicht. Ich hab das nicht geschrieben. Es ist nicht so, dass ich unsere kleinen Schätze nicht lieben würde. Aber ich liebe sie nicht. Okay. Okay, krass. Okay, ich wurde jetzt auf die Internetseite geleitet, wo man die Demo runterladen kann. Die ist übrigens kostenlos, das Spiel. Okay, krass. Ey, ohne Scheiß. Das hätte ich nicht erwartet. Und mit ziemlicher Sicherheit. Ich schwöre bei Gott, also ich glaube fest daran, dass es mindestens noch ein anderes Ende gibt. Mindestens. Wenn nicht sogar noch viel, viel mehr. Schon in dieser Demo. Ohne Scheiß, ihr habt euch ein unglaublich cooles Konzept ausgedacht. Ich meine, das war nur ein Handy und trotzdem hat es mich übelst weggegruselt. Trotzdem war es übelst spannend, das alles herauszufinden. Die Dinge zusammenzusetzen und dann im Endeffekt doch getäuscht zu werden, nicht zu wissen, was abgeht, sich irgendwie... Du warst irgendwie verantwortlich für alles, was passiert. Aber irgendwie konntest du für nichts irgendwas. Und im Endeffekt liegt es doch nicht an dir, was passiert. Das ist unglaublich crazy. Das fickt so richtig deinen Verstand. Kranker Scheiß. Okay, ich habe das Spiel mega gemocht. Ohne Scheiß, das war klasse. Ein klasse Konzept. Okay, ich verlinke das auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, wie alle Spiele. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch kostenlos runterladen. Ihr könnt aber den Entwickler auch spenden. Also jeder Euro, jeder Dollar tut's, wenn ihr wollt, auf itch.io. Und dann haben wir vielleicht daraus noch ein viel, viel geileres Spiel. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr so ein crazy Stuff sehen wollt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Seth.